Ein Hund! Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Wir halten den Wind, so gut sie es kann! Ich sehe es. Auf dein Zeichen, Captain! Hoffen wir, dass Tess. Alle außer Groß! Ja, Captain! Eine Salve, Captain! Noch so ein Brand, Captain. Das sieht nicht gut aus. Ah, ich bin bereit, Sir. Schön, das. Das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Munition sollten noch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Pony Gold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Magst du es nicht? Oh doch, ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste. Also ist das auch der beste Kurs für uns? Statt Reppen, die nicht viel wert sind, ist es alles. Und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung legst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Glück. Zu feuern, Sir! Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer haben. Aber das schmeckt mir. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern. Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Feuer! Ja, ergeistig! Es sind bereits Starken! Eine Salve genau da rein! Feuer! Feuer! Treffer eingesteckt! Feuer! Feuer! Eine Salve genau da rein! Alle Segel, Bewegung! Der Wind zeigt Zähne, Captain. Ein Sturm, Captain! Sieht schlimm aus! Die treibende Beute wartet nur auf uns! Eine Böe kommt auf, Captain! Ein Sturm! Sieht übel aus! Der Wind wird immer stärker, Captain. Nehmt die Rahen aus dem Wind! In die Wand! Alle Segel raffen! Herr Segelmänner! Topf! Rahm! Mastsegel! Alle Segel setzen, Jungs!
Da, dunkler Himmel und raue See. Gebt den Wind nach! Alle Segel, sie verträgt das! Von Backbord, alle Segel Sir. Setzen! Dort schwimmt Beute! Kann nicht mehr weit sein. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Ram- und Marssegel fest zurück! Das ist sie, Captain. Die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Alle Segel, Bewegung! Greift die Top- und Rahmsegel! Rahmsegel einholen! Sie Großsegel, los geht's! Aufgein! Bringt den Kahn zum Stillstand! Das wird überwältigt. Ich gehe an Land. Du bist in ein Wespennest getreten, Pat. Im Dienst einer guten Sache! Medizin meinst du hoffentlich? Ei! Eine Gallione! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein! Hat dich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bullet? Nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht! Bleib standhaft, Bullet! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Legenden. Oder Thatch. Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht! Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel.
Ich bring dich zurück zu Jesko, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl. Hauptsegel setzen! Und den Kurs auf das verdammte Schiff! In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin! Einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston! Der König versprach ein Pardon.
Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Bring die Hauptsegel in den Wind! Rahmsegel einholen! Feuer! Feuer! Welches Kriegsschiff! Sind bereit! Feuer! Dort ist die Verwundbarkeit! Feuer! Bereit! Alles setzen und ab! Du hast ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feuer kämpfen, du hast uns in Stücke! Mars- und Tropfsegel bergen! Feuer! Ja! Machbarer Fang, Edward!
Captain hat das Ruder. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Mit etwas Glück sind wir auf einen Schlag reich, Captain! Feuer! Ja! Ja! Feindliche Segel! Mehr von denen, Sir! Sind bereit, Sir! Feuer! Bis dahin, Sir! Bereit zu feuern! Feuer! Das ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Sind bereit, Sir! Feindliches Kriegsschiff! Sieht nach einer Frick! Haha! Feuer! Ich geh am Tor zur Hölle! Segelreffen raus aus der Böe! Sieh! Und die Landraffen ein! Könnte gute Männer brauchen. Segel setzen! Bewegung! Schotendicht, halbes Segel. Erwarten Befehle! Da ist die Schwachstelle! Ja! Wieder! Wir können sie entern! Segelsatzen! Zerlegt Segel ein! Mit aller Kraft! Feuer! Runter auf den Grund! Das war's für... Holla, Dick!
Wir werden sie raus, Sir! Dann, Kameraden, der Vater Tod zählt am Boden! Feuer sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Mit jedem fetten Stoff in den Wind! Kopfsegel reffen! Ab in Stopp! Ram! Kopfsegel! Segel setzen und starken fest! Feuer! Alle Hunde klar zum Bellen! Sind bereit, Sir! Da gehen sie unter! Ein Wrack mehr! Feuer! Da ist die Schwachstelle! Nehmt die Rahn aus dem Wind! Hauptsegel einholen! Holt sie ein! Der Segelmänner! An die Stagen, wir holen dich! So viel Segel, wie ihr könnt! Erwarten Befehle, Captain! Da gehen sie unter! Von Backbord, Captain! Treibt gut in Sicht, Captain! Kopfsegel reffen! Reffen, Männer! Leesegel heißen, los geht's! Hoch, Leute! An die Rahmsegel! Segel reffen, raus aus der Böe! Bereit zu feuern! Sind bereit, Sir! Arbeiten dran, Sir! Auf dein Zeichen, Captain! Captain ist abgetaucht! Feuert ihr an, Jungs? Vieren und Fahrt aufnehmen! Alles setzen! Yeah!
Master Robotron. Heyo, Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge die See euch gewogen sein! Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. 6 Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Ahoi, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Seesegel setzen. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin. Versuchen, den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Da ist noch ein Wachturm. Nehmen wir Fahrt auf. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Leicht vom Wind abfahren. Pass auf, die Sandbänke. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Lehsegel setzen. Ah.
Großsegel setzen. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut. Nicht für den Bayou. Stimmung locker. Pappsegel. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Sie dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen. Die Segel setzen. Immer mit der Ruhe, Captain. Leicht vom Wind abfahren. Jetzt halbes Segel. Lichtboot, Fahrt zulegen. Die entkommen uns, Captain. Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Aye, Sir. Dankbar, dass dein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mit nach Charlestown hineinwagt. Dieses Piratenpack. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Oh Gott! Verschwinden die hier! Ein Unglücksfall.
Gefreiter Simon! Dieses Krokodil! Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich! Unverändert, Sir. Sie halten durch, haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahinraffen. Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Diese Teufel! Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sieh, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter. Er erwartet uns. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte.
Dann schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Pardon, Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Alors, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber... Das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauern. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi, Melanie, ich habe Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid. Ich rufe Sie dann an. Dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voila. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Finde zuerst die Kamerasteuerung. Ich aktualisiere den Kommunikator. Ah, eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Forschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut. Vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye bye. Tabernack! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie! Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen-Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Okay. Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine... Oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärstreffens. Und jetzt pass gut auf. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten. Und schicken sie zurück.
Gewiefter Bastard, ein Pirat durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Denk nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Er war ein bisschen zu lang. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen, nur scheiß Kaffee. Ah, hurra, unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Beunruhigend, das nicht mal uns an. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich.
Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin ihr sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich, wo es hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du willst es gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Jesus. Services. Excellent. Good day. Alas, abundance is such things one cannot ever forget.